das Geschäft meines Lebens, versteht sich. Dann kann ich alles bezahlen, alles. Isabel. Hi. Du hast Glück, dass ich noch da bin. Was gibt's denn? Wir müssen dann noch etwas klären. Ich bin so glücklich. Nina ist... Du kannst es dir gar nicht vorstellen. Ich bin total verliebt. Wir hatten eine wunderbare Nacht zusammen. Es passt dir nicht, dass ich die Stadt verlasse. Es geht dir genauso wie mir. Du willst mich. Zusammen. Warum wehrst du dich dagegen? Das geht mir alles viel zu schnell. Schau mich an. Und jetzt sag mir, dass du mich nie wieder sehen willst. Nina ist so witzig und so süß. Oh, ich kann es noch gar nicht fassen. Zwei Kaffee nach oben für Nina und mich, bitte, ja? Mhm. Für dich einen doppelten Whisky? Nein, danke. Sag mal, stimmt irgendwas nicht? Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Du scheinst ja nicht gerade begeistert zu sein von meinem neuen Glück. Wie kommst du denn darauf? Ich freue mich für euch. Wirklich? Ja klar, wieso denn nicht? Es ging ja alles recht schnell jetzt. Mich hat das auch ziemlich überrascht, aber du weißt ja, wie das manchmal so ist. Erst knistert's, naja, und dann ist der Funke übergesprungen. Naja, beim Picknick, da ist mir das Knistern wohl entgangen. Da war ja auch noch gar nichts. Brauchst du ein Tablett? Ah ja, das wäre lieb. Nina hat mich später noch mal angerufen. Ja, und dann haben wir uns noch mal getroffen. Und da ist es eben passiert. Aha. Der Kaffee wird kalt. Oh ja, Nina wartet bestimmt schon auf mich. Ciao, ihr beiden. Ciao und schönen Tag noch. Danke. Vielleicht jetzt einen doppelten Whisky? Nein. Urkundenfälschung. Betrug in Millionenhöhe, zweifacher Mordversuch. Tja. Und alles, um ganz nach oben zu kommen. Ein Star-Architekt. Wollte mein Philipp werden. Um jeden Preis. Villa im Süden, eigene Yacht. Und die richtige Frau an seiner Seite. Jetzt mal, glaubst du wirklich, dass die Polizei ihn nicht schnappt? Du musst froh sein, wenn er mir nicht in die Hände gerät. Arno! Darüber will ich überhaupt nicht nachdenken. Du willst weg? Ja, ich bin nur mit Charlie verabredet. Die Ärmste braucht ein bisschen Beistand. Sie ist doch jetzt ganz allein. Und ich bin auch allein. Oh, ich bleib nicht lang. Und vielleicht ruft ja auch Steffi an. Aus Neuseeland. Neuseeland. Spül dich mal ab. Ja, wie du willst. Aber wir können das auch gerne später zusammen machen. Ja, ja, ich weiß, du trocknest das so gerne ab. Eine Spülmaschine wäre nicht schlecht, oder? Ich sag ja nichts, ich bin schon still. Tschüss. Schönen Gruß an Charlie. Ja, richtig aus. Tschüss, bis später. Ja, ja. Haben wir wieder was vergessen, ja? Wie üben. Hallo, Anna. Kann ich reinkommen? Wie früher.
habe dich nie vergessen. Ich habe immer gehofft, dass du zurückkommst. Ja, schön. Musst du weg? Ja. Wohin denn? Ich habe noch was zu erledigen. Dauert's lange? Keine Ahnung. Wahrscheinlich nicht. Findest du das nicht ein bisschen übertrieben? Was? Alles nur wegen der Frau. Hey, zwei Frauen. Ja, und außerdem, du musst gerade was sagen. Was macht eigentlich Alexa? Ach, ich lass mich davon wenigstens nicht runterziehen. Man braucht dich ja nur anzugucken, man kriegt Migräne. Jetzt übertreib doch nicht, ich sitze hier ganz normal am Tresen. Aha, und guckst stundenlang irgendwelche Löcher in ein Glas. Du nervst. Du hast nicht was anderes zu tun? Simon, ich verstehe dich einfach nicht. Es war doch von Anfang an klar, dass du bei Nina keine Chance hast. Sie steht eben nicht auf Männer. Ja, danke, ich weiß es inzwischen. Lass mich einfach in Ruhe, ja? Jetzt hör mal zu, du Penner. Wenn du... Hey, Nina. Hi. Wie geht's? Danke, gut. Und dir? Kann nicht klagen. Und du? Schon wieder schlechte Laune? Kannst du mir vielleicht mal das Tablett abnehmen? Also sowas. Ach komm, lass ihn, er meint es nicht so. Und du hast frei heute? Ja, ich habe mir heute freigenommen. Und du? Hast du heute gar keinen Dienst im Schneiders? Erst heute Abend wieder. So lange kann ich noch ein bisschen relaxen. Dir geht's gut? Das hast du mich doch schon mal gefragt. Schön. Ja, ich habe noch Besuch oben. Jule. Wir haben uns nach dem Picknick nun noch mal getroffen. Es hat sich einfach so ergeben, weißt du? Du brauchst mir nichts zu erklären, ich weiß es bereits. Ach ja? Ja, Jule ist vorhin ja reingetaumelt und hat euer Glück im ganzen Lokal verkündet. Oh. Bitte, Arno, jetzt lass mich doch erstmal rein. Nein. Glaub mir doch, es tut mir alles so leid. Erzähl das der Polizei. Bitte lass uns reden, nur eine Minute. Willst du hier Feuer legen oder was? Nein! Ich warne dich. Überschätze nicht meine Friedfertigkeit. Ich wollte niemanden umbringen, da fehle ich nicht. Zähl dich jetzt bis drei. Ich habe Steffi und Max erwischt. Bei mir zu Hause auf meinem Sofa, da sind bei mir meine Sicherungen durchgebracht. Eins. Okay, ich weiß, dass ich das alles nie wieder gut machen kannst, aber hör mir nur zu. Zwei. Bitte, Arno, bitte. Drei. Das gibt doch nicht. Du musst nicht, du kannst mich hier nicht raussperren. Jetzt hör nur zu. Ich kann dir alles erklären. Es dauert nicht lang. Bleib da, wo du bist. Bleib stehen. Nein, du bleibst nicht! Wenn ich's doch sage. Und es macht dir wirklich nichts aus? Hey, ihr passt total gut zusammen. Eine bessere Freundin als Jule, das kannst du gar nicht finden. Wirklich? Ja, ich freue mich für euch, ehrlich. Unser Sunny Boy. Immer gut gelaunt, der kann auszuhalten. Kann ja nicht jeder so muffelig sein wie du. Wie ist der denn schon wieder drauf? Der vergraut mir so noch die ganzen Gäste hier. Jeder hat mal einen schlechten Tag. Du musst es ja nicht unbedingt auf die Nase binden. Was meinst du? Jule, du musst ja nicht unbedingt wissen, dass ich auch mal an dir interessiert bin. Ja, aber warum willst du es ihr denn verheimlichen? Sonst macht sie noch irgendein Fass auf oder kommt auf völlig falsche Gedanken. Na gut, wie du meinst. Andererseits könnte sie doch mehr Rücksicht auf dich nehmen, wenn sie es wüsste. Rücksicht? Wieso? Wir sind gute Freunde, Nina. Alles andere ist längst abgehakt. Hey, meine Süße, wir können das. Na, wir haben ein kleines Picknick geplant. Und wir müssen doch unseren verpatzten Ausflug nachholen. Stimmt's? Ja, genau. Kriege ich keinen Kuss? Doch, klar. Wollen wir ihn fragen, ob er mitkommt? Super Idee, aber ich muss dringend noch was anderes erledigen. Schade, dann müssen wir uns ohne dich amüsieren. Ob wir das schaffen? Keine Ahnung. Ja, dann... Hey, ciao. Na, hoffentlich regnet's. Du hast was getan? Ja. Und wenn du es genau wissen willst, es war sogar wunderschön. Oh, Isabel, wie kannst du dich wieder mit Sebastian einlassen? Der spielt doch nur mit dir. Und wenn er genug hat, dann lässt er dich einfach fallen. Ach, vergiss es. Mit dir kann ich sowieso nicht reden. Reden? Worüber denn? Hey, was ist? Entschuldigung. Ich will dir nichts kaputt machen.
Aber du kennst Sebastian und du weißt, wie er sich verhalten hat. Und schon gut. Du hattest ja vollkommen recht. Er ist einfach aufgestanden und verschwunden. Wie? Verschwunden? Er hat gesagt, er muss noch mal kurz weg. Was erledigen. Ich habe gewartet und gewartet und gewartet. Aber er ist nicht wiedergekommen. Aha. Das alte Spiel also. Er hat sich kein bisschen verändert. Und wenn es doch an mir lag? Vielleicht ging ihm alles nur zu schnell und er muss erst mal damit klarkommen, dass wir jetzt... Isabel, wie naiv bist du eigentlich? Er hat mich nicht angelogen. Vergiss es! Lass diesen Idioten doch einfach sausen und besinne dich lieber auf Menschen, die dich wirklich gern haben. Wenn du damit Marc meinst, er ist auch einfach abgehauen, ohne was zu sagen. Du bist verrückt. Stehen bleiben! Bitte. Ich brauche nur ein wenig Geld. Danach siehst du mich nie wieder. Geld. Du gehörst nicht ins Gefängnis. Du gehörst in die Psychiatrie. Arno, du bist meine letzte Chance. Bitte hilf mir. Bis zur Armutsgrenze hast du mich getrieben. Zwei Menschen hast du beinahe umgebracht und du verlangst ernsthaft Geld von mir. Jetzt hör mir endlich mal zu. Geh auf! Solange es noch Zeit ist. Stell dich! Das ist alles, was ich dazu sage. Wenn du mir hilfst, werde ich dem Gericht alles zugeben. Was soll das wieder heißen? Ich unterschreibe ein Geständnis. Dann bist du bei diesem Bauskandal völlig entlastet. Jetzt drehst du komplett durch. Erstens würde ich mich strafbar machen. Und zweitens gehörte ich in die Klapsmühle, wenn ich dir noch einmal trauen würde. Es wird nie jemand davon erfahren, ich schwöre es. Denk noch mal drüber nach. Du gewinnst den Prozess. Und du kannst deinen Ruf wiederherstellen. Ups. Donnerwetter, du fährst aber einen ganz schön heißen Reifen, du. Zweifelst du etwa an meinen Fahrkünsten? Oh nein, mit dir würde ich bis ans Ende der Welt fahren. So wird das doch nie was. Warte mal. Ja. Geht nicht so. Du hast ganz schön gezittert. Ach, Quatsch, überhaupt nicht. Naja, ein bisschen vielleicht. Dein Helm? Das kommt mir alles so unwirklich vor. Unser Picknick? Ja, das auch. Ich bin in einer neuen Stadt, habe einen neuen Job und außerdem habe ich dich kennengelernt. Stimmt. Aber irgendetwas stört mich da an der Reihenfolge. Aha. Madame wollen an erster Stelle stehen, was? Nie im Leben. Ich weiß doch, ohne deinen Superjob wärst du nichts. Aha. Du hast mich also nur genommen, weil ich Managerin eines großen Reiseveranstalters bin? Ja klar, was hast du denn geglaubt? Ich habe mir Traumreise in die Karibik versprochen. Was mir jetzt noch fehlt, ist eine schöne Wohnung. Ja, aber das sollte doch nicht so schwer sein. Schau doch in die Zeitung. Ich habe keine Zeit. Ich muss mit dir picknicken. Dann nimm dir einen Makler. Nee, ich habe keine Lust, so viel Geld fürs Wohnen auszugeben. Wenn du willst, könnte ich mich ja mal nach einer Wohnung umhören. Im No Limits. Das würdest du für mich tun? Warum denn nicht? Du bist ja eigentlich ganz nett. Was hast du? Ameisen. Das Essen? Er kann doch nicht einfach so abgereist sein. Einfach so weg? Nee, das kann nicht sein. Ich könnte mich doch nicht so getäuscht haben. Ich habe dich immer wieder vor ihm gewarnt. Lass uns heute nicht mehr über Männer reden, ja? Keine Einwände. Ja? Frau Mohr, Herr Leutner würde Sie gerne sprechen. Danke. Er soll reinkommen. Bitte schön. Hallo. Wir sehen uns später, ja? Hallo, Caroline. Hi, wieso bist du weggelaufen? Ich? Ja, na, als ich nach Hause kam, warst du plötzlich verschwunden. Mein Gott, ich bin bald wahnsinnig geworden. Sebastian. Hey, was ist denn los? Hä? Ich hab gedacht, du bist abgereist. Ich dachte, du kommst nicht wieder. Was? Ich war bei meinem Chef und hab den nächsten Hilfskonvoi abgesagt. Wirklich? Ja, klar.
Damit ich hier bleiben kann, bei dir, weißt du? Gibst du deinen Job auf für mich? Du bist jetzt mein Leben. Oder was hast du gedacht? Sind die für mich? Ja, klar. Für wen denn sonst? Philipp war hier. Er will alles zugeben vor Gericht. Den Pfusch am Bau. Einfach alles. Als Gegenleistung soll ich ihm zur Flucht verhelfen. Du willst dich doch wohl nicht etwa auf diesen Wahnsinn einlassen? Nüchtern betrachtet bin ich ganz deiner Meinung. Andererseits... Ach, wie kannst du überhaupt darüber nachdenken? Philipp ist ein Schwerverbrecher, der gehört hinter Gitter. Eher heute als morgen. Das habe ich nie bestritten. Ja und, was überlegst du dann noch? Der Mann hat dich ruiniert. Aber dafür gibt es keine Beweise. Sein Geständnis, das würde mich rehabilitieren. Ja und um welchen Preis? Auch wenn ich selbst nicht glaube, was ich da tun würde. Gerecht wär's. Gerecht? Du machst dich strafbar, das ist Beihilfe zur Flucht. Arno, bitte. Wer weiß, was Philipp im Schilde führt. Der will dich doch bloß wieder reinlegen. Hast du nicht gesehen, Elisabeth? Er war völlig fertig. Er hat mir nichts vorgespielt. Arno, ich bitte dich, sei doch vernünftig. Das bin ich. Ich denke ganz kühl nach. Ohne Philipps Geständnis kann ich den Prozess nicht gewinnen. Ja, Herrgott, nochmal, dann verlierst du ihn eben. Arno, bitte, ich habe Angst um dich. Dieser Philipp ist gefährlich. Bitte lass dich nicht mit ihm ein. Ich weiß, was ich tue. Arno, bitte. Lisa, vertrauen Sie mir. Hm? Komm. Vertrau mir. Garantiert ameisenfrei. Erinnere mich bloß nicht daran. Und jetzt? Bist du eigentlich kitzelig? Nö, überhaupt nicht. Na, das wollen wir doch mal sehen. Also so. Hallo? Suchen Sie etwas? Was will der denn? Ach, nicht aufregen. Einfach warten, bis er weg ist. Weißt du was? Ich bin froh, dass Simon nicht dabei ist. Weil du nur noch mit mir allein sein willst. Nein, so meine ich das nicht. Wie denn? Naja, ich glaube, es macht ihm ziemlich zu schaffen, dass er weiß jetzt, dass ich auf Frauen stehe. Ja, kann sein. Aber ich glaube, dass das Ganze viel komplizierter ist, als du eigentlich denkst. Ach was. Was ist komplizierter? Gar nichts. Eigentlich ist alles sehr einfach. Meinst du? Mhm. Also bis nachher, ja. Wenn du nicht wieder was anderes zu tun hast. Psst, 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 psst. Nichts ohne dich. Ich warte auf dich. Ich beeil mich. Eure Probleme scheinen sich ja erledigt zu haben. Was hat er dir denn erzählt? Hat er den Weg zu seiner Wohnung vergessen oder warum ist er nicht zurückgekommen? Stell dir vor, er war bei seinem Chef und hat den Auftrag gekündigt. Er hat meinetwegen seinen Job im Ausland aufgegeben. Das glaubst du so einfach? Die ganze Aufregung war völlig umsonst. Er liebt mich genauso wie früher. Wie schön. Ich habe ja von Anfang an gewusst, dass er es ernst meint. Das ist der anders überlegt. Lass uns schnell machen. Ich möchte unsere letzte Begegnung nicht unnötig verlängern. Da hinten sind wir umgestellt. Mann, etwas Gutes.
denkst du, ich bin bewaffnet? Ich bin nur vorsichtig. Ich habe doch gesagt, dass du mir vertrauen kannst. Ich habe dir gesagt, ich bin nicht wahnsinnig. Hier, Leute. Ja? Was meinst du? Das oder das? Ach, ich nehme einfach beide mit. Wirst du heute woanders übernachten? Ich weiß noch nicht. Aber wenn, dann will ich vorbereitet sein. Isabelle, hör mir einen Moment lang zu. Was gibt's denn? Ich weiß, wir haben uns ausgemacht, dass ich mich nicht mehr einmische, aber... Geht denn das jetzt schon wieder los? Wie kannst du dich Sebastian so an den Hals werfen? Warte doch erst mal ab, wie sich die Sache entwickelt. Wir kennen uns schon so lange. Wir lieben uns. Wozu warten? Ja, nur wegen ein paar netten Worten und einem Strauß Blumen glaubst du ihm alles, was er so sagt? Und Marc ist einfach erledigt? Bitte sei vorsichtig. Keine Sorge, das bin ich. Das sehe ich. Du kannst es doch kaum erwarten, bei Sebastian zu sein. Du packst ja schon deine Sachen. Darf ich dich daran erinnern, wer hier losgerast ist mit zwei vollgepackten Koffern? Auf dem Weg zu Christoph nach Kanada? Ach, mach doch, was du willst. Ja? Entschuldigung, Frau Mohr, Besuch für Sie. Danke. Da will mich wohl jemand abholen, wenn du mich also entschuldigen würdest. Marc. Mein Geständnis. Alles schwarz auf weiß. Der Einsturz der Messehalle war einzig und allein meine Schuld. Ja, erstes Geld. Hätte mich auch gewundert. Willst du es jetzt zählen? Nein. Ich vertraue dir. Zufrieden? Okay, dann. Wir sind quitt. Du kannst damit ein neues Leben anfangen und ich auch. Ja, du auch. Das werde ich dir nie vergessen haben. Ich dir auch nicht, Philipp. Bitte, Arno. Ich bereue das alles, was ich dir angetan habe. Und Steffi habe ich wirklich geliebt. Halt! Polizei! Hey, Hände auf dem Rücken! Hey, ich fass mich nicht an! Die Hände auf dem Rücken! Treppe Düsseldorf, festgenommen wegen versuchten Mordes. Jetzt sind wir quitt.